Die Implementierung gehen wir also wieder in Eclipse und dort habe ich bereits in bester Chefkoch-Manier die entsprechenden Projekte vorbereitet, indem ich unser bisheriges Date-Service-Projekt kopiert habe und als Date-Callback-Service wieder eingefügt habe. Wir denken das Ganze wieder vom Interface aus, das heißt, wir werden zuerst jetzt die Methode ergänzen, die den Callback durchführen soll auf Serverseite. Und hier nennen wir die Ganze mal einfach getFormattedDate. Und die Idee dahinter ist, dass der Server jetzt hier ein wie auch immer formatiertes Datum als String zurückgibt. Und dafür soll er jetzt den Client fragen können. Den Client, der soll also den Formatstyle bereitstellen. Das heißt, wir nennen dieses Interface dann iFormatStyleProvider. Dieses Interface gibt es natürlich noch nicht, das müssen wir gleich erst erzeugen. Und auch diese neue Methode muss natürlich jetzt die Remote Exception werfen. Klar ist auch, dass Sie unter normalen Bedingungen natürlich hier nicht extra einen Callback einbauen würden, sondern würden den Formatstyle direkt als Parameter übergeben. Aber uns geht es hier ja gerade darum, zu sehen, wie das mit dem Callback funktioniert. Deswegen bauen wir das jetzt hier etwas aufwendiger, als man das normalerweise täte. So, wir legen also jetzt dieses neue Interface an. Dieses Interface gehört logisch auf die Client-Seite. Das heißt, wir werden hier in das Client-Paket rübergehen und legen das Ganze an. Dann müsste hier der auch schon zufrieden sein. Jetzt brauchen wir hier die entsprechende Methode. Die muss also jetzt genau diesen Formatstyle zurückliefern. Und auch die muss natürlich wieder immer dran denken, die Remote Exception werfen. Und natürlich muss unser Interface, das hätte ich auch in dem Erzeugungsassistenten eintragen können, können es aber auch hier händisch remote erweitern. So, den Formatstyle müssen wir auch noch importieren, den kennt er nicht. Sie sehen aus dem Time-Format-Paket. Und jetzt haben wir die Implementierung so weit, dass wir unsere Serverseite abschließen können. Wenn wir jetzt hier in unserem DateService diese Methode ergänzen, da beschwert sich Eclipse auch folgerichtig schon, dass wir jetzt hier unimplementierte Methoden haben in diesem Interface. Die erzeugen wir einfach hier. Und da werden wir dann jetzt den DateTimeFormatter aus dem Java 11 DateTimeArt benutzen, auf LocalizedDate. Und jetzt können wir hier genau diesen Provider nach seinem Formatstyle fragen. Lassen uns den hier geben und jetzt brauchen wir natürlich einen String am Ende des Tages und den bekommen wir einfach mit Format. Jetzt müssen wir noch sagen, was wir formatieren wollen. Wir wollen jetzt hier dieses Local Date Now wieder formatieren, nämlich genau das, was wir ja oben als GetDate auch schon drin hatten. Wir hätten jetzt natürlich auch unser eigenes GetDate wieder verwerten können. Das ist eine Frage des Geschmacks, was man hier für das bessere Design hält, sich dann auf die eigene Methode abzustützen oder nicht. Das kommt hier im Ergebnis auch selber raus. Damit ist unsere Server-Implementierung hier auch schon abgeschlossen und der aufwendigste Teil kommt eben natürlich jetzt im Client, denn wir müssen den Client ja jetzt für den Callback befähigen, das heißt der Client selber, der soll jetzt dieses Interface implementieren. Für Remote, das wissen Sie noch, muss der Client auch serializable sein. Und natürlich soll er diesen Format-Style-Provider implementieren. Wir importieren Serializable. Jetzt wird er sich hier noch beschweren,
wir diese nicht implementierten Methoden haben. Und es wird eine Warnung geben, dass wir eine Serial Version UID brauchen, die wir dann hier auch gleich rausgenerieren, damit das Ganze für den Transport eindeutig ist. Und bei dem Format Style, da sehen Sie im Datetime API, dass es dort nicht viel Fleisch in dieser Klasse gibt. Wir nehmen hier einfach den Format Style Long, damit es einen Unterschied gibt, auch wenn es dann lokalisiert ist und länger, zu dem bisherigen Aufrufergebnis, damit wir wirklich sehen, was hier passiert. So, das Eigentliche, was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist, wir brauchen eine Instanz von unserem Client, die wir registrieren können. So, dieser DateClient, den nehmen wir und werden ihn jetzt registrieren. Und hier möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das Alternativbeispiel aussieht, wenn Sie eine Elternklasse haben. Jetzt haben wir hier für den DateClient eigentlich keine vorgesehen. Aber wenn Sie eine hätten, dann könnten Sie ja nicht Unicast Remote Object extenden. Und dann müssten Sie einen anderen Weg finden, wie Sie das Ganze in die Registry hineinbekommen. Und das wäre gerade über Unicast Remote Object Export Object, die Methode, die nur das zu exportierende Objekt als Parameter erhält, die ist deprecated. Sie setzen also noch die 0 dahinter und lassen einfach Java diesen Port auswählen. Dann sind wir da fertig. Und jetzt bräuchten wir noch die Möglichkeit, auch diese neue Methode aufzurufen, getFormattedDate. Und da ist natürlich der Punkt, dass für diesen Aufruf schon wieder wir eine Klasse mitgeben müssen. Und am leichtesten fällt das, wenn wir hier kurz eine neue Methode einrichten und die wir dann auf dem V-Client, den wir uns gerade schon dynamisch erzeugt haben, aufrufen können. Nennen wir die der Einfachheit halber auch getFormattedDate. Und die braucht jetzt natürlich diesen Service, sonst kann sie nicht arbeiten. Folgerichtig beschwert sich jetzt Eclipse, dass diese Methode noch nicht existiert. Dann erzeugen wir die schnell raus. Und jetzt brauchen wir hier der Einfachheit halber nur ein SYSO. Wir wollen ja vergleichen. Und fragen jetzt hier unseren Service nach diesem formatted date und können jetzt hier this mitgeben. Und natürlich könnte diese Methode auch eine remote exception werfen müssen. Das heißt, wir fügen hier die throws remote exception hinzu, denn das ist ja ein entfernter Aufruf. So. Jetzt können wir über unseren völlig unveränderten Launcher diesen Server starten. Der meldet sich so wie bisher mit Service Registered und jetzt auf der anderen Seite auch unseren Client. Und jetzt sehen Sie, dass Sie hier unten zwei unterschiedliche Ausgaben haben. Sie haben einmal das bisherige Date, was wir uns einfach als GetDate abgeholt haben, diese ISO-Notation mit den Strichen, und einmal haben wir das Localized lange Date, was uns das Ganze sogar mit dem entsprechenden Monatsnamen in Buchstaben ausgibt. Damit haben wir diesen Teil Implementierung soweit geschafft und es ist Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen.